Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, es wird Zeit für Kapitel 8. Basis kommen, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte, ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen? Verdammt, so viel dazu. Oh je, gleich Spiel gestartet und schon Verbindungsabbrüche. Können wir hier eigentlich noch was einsammeln? Die Frage war leicht beantwortet mit einem Nein. Da ist eine schöne Vase und da sind die Laternen des Händlers. Was haben wir hier? Ein Brunnen mit Fischis. Da sind Fischis. Die Fischis können wir für Eigenbedarf fangen. Das ist eine interessante Art zu angeln, aber warum nicht? Oh, das ist ja ein Riesenteil. Ein großer Forellenbarsch. Was haben wir hier noch? Gibt es noch mehr? Ich glaube, die bringen uns nämlich Gesundheit. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir ein paar davon jetzt hätten. Uns geht es ja nicht so gut. Wir haben ja das Gleiche, was Ashley auch hat. Und die hat ein bisschen mürrisch gewirkt am Ende der letzten Episode. Gut, hier sehe ich dann nichts mehr. Dann auf zum Händler. Oh, ich wollte hier rüberspringen. Hat dann nicht gemacht. So, was haben wir hier? Nix. Dann wird der Händler hoffentlich hier sein. Ja. Was, Fremder? Bis jetzt nicht. Ich hab was Neues für dich. Du hast schon wieder was Neues. Eine Schutzweste. Eine Schutzweste, die den Träger vollständig vor einschlagenden Projektilen und Explosionen schützt, sowie in Nahkampfbegegnungen den Schaden reduziert. Die Haltbarkeit kann vom Händler wiederhergestellt werden. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Was haben wir denn noch? Oder was hat er denn noch? Ja, der Bolzenwerfer und so weiter, das haben wir ja alles verkauft. Wir haben aber ein paar Schätze. Können wir da noch was einsetzen? Wenn ja, wo ging das nochmal? Hier. Nee, ich habe keine Edelsteine. Die Sanduhr und den Goldarmreif können wir auf jeden Fall verkaufen. Also, achso, sieht man auch hier, wo man was einsetzen kann und wo nicht. So. Eine Viper, die kann ich natürlich auch verkaufen. Obwohl, die bringt auch Gesundheit. Können wir vielleicht auch behalten. So, dann würde ich tatsächlich die Schutzweste kaufen. Bei Bedarf kann ich sie dir natürlich reparieren. Das wäre gut. Vor allem, Verzeihung, vor allem wäre es gut, wenn die keinen Inventarplatz einnimmt. Eine gestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Was machen wir denn hier? Feuerrate bin ich eigentlich noch zufrieden. Angriffskraft können wir irgendwo erhöhen. Ach, da fehlt nicht. Da habe ich nicht die nötigen Pesiten. Dann vielleicht doch beim Messer. Probier mal, ob's passt. Wäre das angenehme Reise? Ja, danke schön. Ist hier noch eine Quest oder so? Ansonsten speichere ich kurz wieder das Spiel. Das kennen wir ja schon. Kapitel 7, Kapitel beginnt. Das kann ich überschreiben. So, dann finde ich mich hoffentlich zurecht. Und dann kann schon weitergehen. Ging diesmal schnell beim Händler. Na komm. Was ist denn da? Schießpulver. So, die Weste ist nicht im Inventar. Das ist sehr gut. Weil die sah dann schon größer aus. Aber die kann ich ja einfach auf meinem Oberkörper tragen. Also macht es ja schon Sinn. Wer seid ihr denn? Und ihr wollt sicher nicht angreifen. Ganz ins Gebet vertieft. Das ist einfach krank. Ja, also gesund würde ich das nicht nennen, wenn man sowas aus dem Kopf sprießen hat. So, was ist denn hier drin? Nix, was mich angeht. Ist verschlossen. Ich habe Angst, dass mich die Nonnen irgendwie doch hier noch eine von hinten überziehen. Boah, wieder so viel unglückselige Geräusche. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, ich glaube, es ist angebracht zu schleichen. Ach, hier hängt eine Quest. Bring die karmesinrote Flamme da. Ja, vielleicht doch keine Quest. Die Stimme der Seuche wohnt in den Flammen. Sie führt die bedauernswerten Seelen zur Erlösung. Bringe die karmesinrote Flamme an ihren rechtmäßigen Ort und du sollst erleuchtet und der Weg dir offenbart werden.
Und dann vielleicht doch eine Quest. Ich glaube, das müssen wir in die Statue da tun, die man gerade gesehen hat, mit diesem Tentakelauswuchs überm Hals. Schauen wir mal. Erstmal alles nachladen. Ist das wirklich alles? Ne, die 6 habe ich noch nicht nachgeladen. Das hört sich aber echt nicht gut an. Habe ich eine Granate? Das hört sich nach so vielen an, vor allem. Ja, auch dir, Glorias Las Plagas. Nein, mach doch sowas nicht. War er das? Sorry für die Störung. Mir tut's gar nicht so leid. Langsam hab ich genug. Wir haben doch gerade erst angefangen. Hey, wieso muss ich die nachladen? Weg mit euch. Oh, ein TNT-Fass. Jetzt muss ich nachladen. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich versteck mich hier beim Raumtrenner. Sehr gut. Da hinten ist noch ein Fass, das explodieren will. Oh, wo kommst du her, Kollege? Weiß ich nicht. Ich stell mich gerade aber auch an. Komm. Oh. Kommt her, kommt her, kommt her, kommt her. Au, au. Ja, ist sehr gut. Reicht es? Oder wollt ihr nochmal aufs Maul? Die wollen zumindest nochmal aufs Maul. Wieso ist denn alles leer, was ich besitze? Schrauf mit uns. Ah, ein Glück sind wir die erstmal los. Mir geht's gar nicht. Ja, das klingt auch danach. Oh, hier ist nochmal so ein Teil. Das ist, wird bestimmt der Typ hier sein, oder? Ja, ist ja gut. Geht's mir jetzt besser? Ah, da ist ja die karmesinrote Laterne. Ist eigentlich ein cooler Name. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Wenn ich mich dran erinnere. Das ist ein Kronleuchter. Wäre cool, wenn man den runterfallen lassen könnte. Na, geht mir nicht auf den Senkel. Ja, die wollen mir doch auf den Senkel gehen. Okay, ich spring. Ich spring. Los! Wir sammeln ja hier erstmal das schöne Zeug aus und überlegen uns eine Strategie. Also auf 5 ist ein Revolver. Das kann kein verkehrter Ansatz sein. So, wo seid ihr denn? Ach, da ist einer mit Fackel. Oh, doch. Oh, da sind noch 2. So. Nachladen. Schön, schön nachladen. Au. Au, mein Kopf. Wusste nicht, dass die Dinger so tödlich sind. Na gut. Das machen wir nochmal, aber gescheit. Gut, hier haben wir, glaube ich, alles gelesen, was zu lesen ist. Oh, und dann wieder runter mit uns. Vielleicht geht das auch so. Wenn wir hier mit 6 irgendwie... Können wir dem direkt einen Headshot verpassen? Na komm. Ja, Gloria Las Plagas. Tja, so wird es geregelt. Bist du tot? Oh je. Der rothaarige Typ macht mich wieder fertig. Wird mir ganz schwummerig. Lass mich mal durch. Lass mich durch. Dann nicht. Boah. Muss ja nicht jeder von euch gleich hier. Ja, Blendgranate. Blendgranate. Spiel doch die Blendgranate.
Jetzt aber. Sehr gut. Und alle draufgegangen. Das gab ein Achievement. Verdammt, was ist los? Ach, der Typ da hinten lenkt mich ab. Auf mit dem Revolver. Sehr gut. Da haben wir die Laterne wieder. Nein, nicht schon wieder. Au, au. Heute wird gefastet. Ja, das sehe ich auch so. Das ist gerade so gut gegangen. Nein, lad doch jetzt nicht nach. Gut, wir haben es hinbekommen. So, 3 Schuss habe ich noch in der Schrotflinte. Ach, du bist auch hier. Ja, ist ja. Ist ja recht. Was kann man denn... Du lebst hier noch? Was ist das? Ah! Kann man doch den Kronleuchter. Der sah so aus, als ob er das zulassen würde. Ja. Ist recht. Muss mal hier ein bisschen Munition sparen. Waren das alle? Nö. Wo seid ihr denn? Da ist auf jeden Fall noch einer. Na komm hier. Na komm. Ja, ist ja gut. Komm hier. Put, put, put. Put, put. Oh, der will einfach nicht zum Fass laufen. Hey, nicht die Leiter runterfallen. Pass doch auf. Hast deinen Kumpel mitverletzt. Waren das alle? Zumindest war das all meine Munition. Das ist nicht gut. Da craften wir mal nach Flintenmunition und ganz... Nein, Pistolenmunition wäre doch wichtiger gewesen. Ach, ich habe meine Prioritäten doch immer, immer richtig hier gewählt. Hammer halt ein bisschen weniger Munition in der Folge. Das ist auch in Ordnung. So, irgendwas Schönes hier. Noch so ein Fass. Vielleicht kommt ja noch was und wir können die zum Explodieren bringen. Ansonsten war das hier Verschwendung von Munition. Wir hätten die Fässer einfach nutzen sollen. So. Jetzt aber ordentlich looten. Ich bräuchte nochmal kleine Rohstoffe für etwas Pistolenmunition. Oh, hier ist eine Kiste. Natürlich würde ich auch direkt Pistolenmunition nehmen. 13 Schuss haben wir schon mal wieder. Das ist gar nicht so verkehrt. War hier oben noch was? Ah, Pistolenmunition. Liegt da und sagt nichts. Und eine Truhe. Spiegel mit Perlen und Rubinen. Wunderbar. Ich hoffe, die Rubine muss ich nicht separat einsetzen. Dann würde ich sagen, Hammers, können wir runterspringen. Hui. Und dann lassen wir uns von den Nonnen da wahrscheinlich den Hintern versohlen. Und kriegen hoffentlich Ashley irgendwann zurück. Achso. Nee, die Laterne geht einfach hier hin. Das sehe ich jetzt auch. Ich wette, das wäre mit irgendwas anderem aufgegangen. Ich glaube, ich hätte die Hand einfach leicht runterziehen können. So, irgendwas hier. Schöner Kelch, den ihr da habt. So, das können wir jetzt aufmachen. Mal den Nonnen Hallo sagen. Hallo. Alles noch tot? Wunderbar. So soll das sein. Oh, da brauche ich 2 Leute wieder. Da ist aber so eine schöne Truhe hinter. Na gut. Ich glaube, wir kommen mit Ashley nochmal hier lang irgendwann. Ganz schön viele Türen in der Episode, die wir öffnen müssen. Oh, das sieht halbwegs gemütlich aus. Zwar einen altertümlichen Flair. Und das Fenster würde ich schließen. Und nicht weiter, Leon. Du schon wieder. Ich soll die doch nicht benutzen. Oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung. Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant.
Ja. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Ich bin sehr geschmeidig. Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Will sie nicht vergessen. Und wer weiß? Das ist doch mein Baby-Igel. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Oh, Verzeihung, langweile ich dich. Ja, mit meiner Waffe. Was sollte das denn jetzt? Warum quatscht die mich an und bedroht mich? Ich habe keine Ahnung, woher ich die kennen soll. Sie ist die letzte, die ich hier erwartet hätte. Ich habe sie erwartet. Die haben wir schon öfter gesehen. Ein Lithografiestein. B. Wo müssen wir denn die anderen Lithografiesteine einsetzen? Komm doch, mach doch die schönen Kisten hier mal auf. Lithografiestein D. Na gut. Dann gibt's irgendwo noch ein A und ein C. Sehr schöne Uhr. Bisschen zu protzig, aber was soll's. Da ist noch ein Steinchen. Stein C. Oh, und was mache ich damit? Ah, da ist ja ein Wandding. Also oben muss das Schild wahrscheinlich hin. Was? Das passt irgendwie nicht. Ah, ich kann... Okay. So, Schild bestätigen. Passt. Ihr Ritter. Was? Ah, der Ritterschädel. Gut. Und dann hier müssen wir wahrscheinlich irgendwas Blaues. Also können wir das auswählen und drehen. Passt das schon? Ah, das soll so ein Ritter ergeben. Nee, dann vielleicht die noch tauschen. Passt das? Nö. Oder müssen die wieder komplett mit dem Gesicht nach unten liegen? Macht das Sinn, die Symbole? Das soll doch ein Ritter geben. Das heißt, oben muss ein Helm hin. Also, weiß zwar nicht, was hier dran steht, aber Schwert kommt links hin normalerweise. Andy. Nee, eigentlich andersrum. Passt immer noch nicht. Irgendwie so? Nö. Schild oben, Schwert auf der Rückseite. Irgendwas mache ich falsch. Vielleicht muss ich ja tatsächlich nur die Dinger hier abbilden. So, Schild kommt dahin. Ah, Schwert und so, das hatten wir ja schon. Das funktioniert? Ich habe das Klicken gehört. Ach so. Ich habe das Klicken beim ersten Mal überhört und mich selbst verwirrt. Okay, jetzt nur noch Ashley finden. Jo. Ich tue mich hier wieder als Kammerjäger beschäftigen. Ich dachte, die Ratten droppen guten Loot, aber die verbrauchen ja nur Pistolenmunition. Das ist nicht so gescheit gewesen. So. Mag's nicht, dass die Tentakeln immer noch nicht abgestorben sind. Illuminados 3-2. Höre das Signal zwischen den Bergen widerhallen. Felsen zerfallen, so Kies die Mauern der Burg zerbröckeln. Siehet die glutrote Farbe des Nachthimmels. Ein Strom verdorbenen Blutes besudelt die See. Opfert eure Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens. Na, das ist mal eine Anweisung, der ich nicht Folge leisten würde. Ich würde mein Blut ganz gern behalten und so viel Feinde habe ich jetzt auch nicht. Was ist denn da oben? Blö?
Ich krieg so langsam Angst. Ein kleiner Schlüssel. Ich weiß nicht, ob der mir Mut machen wird. Vielleicht macht es die Schrotflinte. So, Hauptsache ich mache wieder viel Lärm. Oh, ich werde gleich angegriffen. Ich sehe schon, komm. Oh, nicht sehr nett von den Teilen. Himmel. Noch wer? Wie viel haltet ihr denn aus? Nicht so viel. Das ist gut zu wissen. So, irgendwas zum Looten. Hier geht tatsächlich die Munition aus. Wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht so her mit der Pistolenmunition. Und Objekte, Fisch zum Fressen haben wir genug, das ist schön. Noch wer der aus dem Maul will. Nur das Beste vom Besten. Der Händler nur. Willkommen. Na gut. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Einmal ein repariertes Messer. Schutzweste, warum nicht? Wenn ich das mal so sagen darf. Na gut, weg mit dem Spiegel mit Perlen und Rubin. Gleich auch mit dem Seidenkristall. Alles. Jo, und ich verkaufe fast alles. Das passt ja schon mal. Eine Mathilda für 10 Questbelohnungsgegenstände. Bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ja, an dir vielleicht nicht. Mir geht's gut. So, Rohstoffe. Habe ich nicht immer vorrätig. Komm jederzeit. Ja, halt mal die Backen wieder. So, dann können wir es nochmal speichern. Ja, ich weiß auch nicht mehr wo. Kapitel 3, das klingt doch gut. Einfach überschrieben. Was ist denn hier drin? Sind das Steine oder ein Mensch? Ah, nee, das sind nur Steine. Eigentlich sah ein bisschen aus wie so ein nackter Lord Voldemort. Da lacht jemand komisch. Die ist gerade verhindert. Ich will kein Spiel spielen. Was willst du von mir? Ich brauche Munition. Ich spiele nur mit dir, wenn du mir Munition gibst. Ah. Mensch, manchmal funktioniert mein Gehirn. Manchmal auch nicht. Was wollen die von mir? Oh, ihr habt mich erwartet. Triff doch mal. Okay. Oh, wo kommen die denn her? Wo kommen die denn auf einmal her? Ich hab doch keine Munition. Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Weg mit dir und deinem Gruselvieh. Macht der Händler eigentlich auch mit? Au. Hallo Händler. Guck mal, ich habe Gesellschaft für dich. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja, ja. Das ist nicht der einzige Geruch. Langsam habe ich genug. Ja, da habt ihr tolle Parasiten. Ich bin echt munitionslos gleich. Tja, 3 Schuss haben wir noch. Das kann was werden. Lebt dann noch so ein Vieh? Ja, jetzt nicht mehr. Komm, lass doch mal Pistolenmunition droppen. Fuck. So, wir sind komplett leer. Also wirklich. MP. Ich kann MP-Munition machen. Und eine Blendgranate. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir machen können. So, eine. Ja, 10 Schuss. 10 Schuss mehr. Da oben ist eine Sonne. Und ganz viele Kriechviecher sind hier.
Ja, ist ja gut. Ich hoffe, den habe ich getroffen. Das ist auf jeden Fall noch so ein... Ja, die brauchen hier gar nicht so viel. So, das war's wieder. Ja, ist ja gut. Ich hab nur noch das Messer. Weg mit dir. Und mit dir auch, du Kleiner. Ja. Oh, da liegt ja Pistolenmunition. Mach ich das nicht gut? Wir haben wieder 10 Schuss. Und ich glaube, wir fressen so langsam mal einen Fisch. Ja, wunderschön. So. Komm schon. Ich glaube, man sollte in dem Level mehr Munition haben. Vielleicht hätte ich den Bolzenwerfer nicht verkaufen dürfen. Ach was, das war bestimmt eine gute Idee. So, nochmal nachladen. In jede Ecke schauen, ob nicht vielleicht doch eine Kleinigkeit da liegt. Na gut, jetzt müssen wir... Ist das wieder so ein Rätsel? Nö, wir müssen jetzt einfach die Treppe runter, dann... Dann scheint es zu passen. Dann kommen wir zumindest hier lang. Da sind so gelbe Bretter. Oh, mir geht's wieder nicht gut. Ja, ich ja gut. Typ mit einer Sense. Bist du tot? Ja. Und ich habe nochmal Pistolenmunition gefunden. Heute ist ein schöner Tag. Ja, schön auf die Rübe. Hoffentlich entwickelt der sich nicht weiter. Oh, ich denke, das sieht gut aus. Da oben ist ein Mond. So, dann müssen wir irgendeinen Schalter mit was Mondigem finden. Würde ich mal behaupten. Höre ich ja gut. Wo ist dein Freund hin? Da ist er. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Ja. Ist unfair, andere anzugreifen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Au. Ja, ist hochgegangen. Ja, mit der Pistolenmunition. Und ich esse gleich nochmal einen Fisch. Ich muss verrückt sein. Wenigstens ein Fass. Ja, Pistolenmunition. Ja, mit dem ganzen Zeug. Was liegt denn da? Eine Lampe, die ich nicht... Kann ich hier was... Hätte ich das unter... Ah! Ja, das hat jetzt nur noch zusätzlich eine Kugel verschwendet. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr schleichen müssen. Ach, was soll's. Genauso ausgebrannt hier wie der Leon. Hier ist ja die... Ja, jetzt stehen alle Zeichen auf Mond. Jetzt sollte die eine Tür da auf sein. Zumindest hier ist auch was offen. Na, wunderbar. Was müssen wir hier machen? Oh, du hast eine Maske auf. Hier liegt aber gar kein Stroh rum. Nichts Impossible. Ja, ist ja gut. Hat dir das den Rest gegeben? Alles gut bei dir? Ja. Geh mal erstmal hier hoch. Wenn sie es einem schon anbieten. Hier ist so eine Sonnentür. Müssen wir zuerst hier vielleicht runter? Oder war das jetzt komplett dämlich? Nee, ich glaube, das war nur halb dämlich. Auf jeden Fall ist hier eine Schatztruhe. Eine sehr schöne, kunstvolle Halskette, an der anscheinend sehr viele Edelsteine fehlen. Oh je, so viel habe ich doch gar nicht im Inventar. Oh, das sieht aus wie eine Gefängniszelle. Mit ordentlich Pistolenmunition und kleinen Rohstoffen. Ich freue mich ja so. Vor allem über die kleinen Rohstoffe. Nicht über das Rätsel hier mit den Schaltern, da bin ich nie gut drin. So. Na gut. Wenn die Tür direkt auf will,
ist das gar nichts Verkehrtes. Ah, hier sind wir. Hier sind wir ja. Und war mal hier nicht auch schon? Nö. Au! Na, du weißt aber nicht, wie man Schild verwendet. Komm schon, ich brauche Explosionsfässer. Bist du gestaggert? Nö, du bist schon tot. Bist du tot? Ja. Das ist eine tolle Pistole. Und du hast eine Armbrust? Finde ich unfair. Ich muss nachladen, wart kurz. Tschüss. Na gut, mach dir doch was aus. Ich wollte mich gerade schon beschweren. So, müssen wir unten noch was machen? Ich schätze, eventuell nicht. Eventuell ja. Wer weiß es schon. Wir können auf jeden Fall was craften. Und zwar... Gewehrmunition mal 7 mit großen Rohstoffen. Warum nicht? Dann braucht man einfach nur mehr Schießpulver. Generell haben wir hier eine Schießpulverknappheit. So. Aber hier einmal das Gewehr nachladen. Haben wir schon 17 Schuss. Das ist ja wunderbar. Hier brodelt das so komisch. Warum denn das? Ich will nur kurz anmerken, dass ich keine Munition habe. Noch so einer? So langsam geht ihr Typen mir echt auf den Sack. Ja. Also irgendwie schon. Vielleicht hilft mir aber der coole Wolf wieder. Nein. Ich verschwende bloß Munition. Na gut, davon haben wir eh nicht so viel. Dann wollen wir mal dem Trampelpfad hier folgen. Lauf, Leon. Friss vielleicht noch einen Fisch. Oder die Viper. Ja. Nein. Nochmal Schießpulver gefunden. Bist du schon tot? Du hast auch Schießpulver. Das finde ich klasse. Tja, der Troll ist wohl nicht nur tödlich gegen mich. So, grünes Kraut. Schmeckt vertraut. Eieiei. Muss ich hier runter? Nö. Troll, halt mal. Halt mal an. Ich kann doch nicht alles machen hier. Au. Komm schon, der ist noch gestaggert. Wieso stehst du wieder auf? Bleib liegen, Bruder. Okay. Jetzt können wir. Jetzt können wir. Die haben's hier aber mit ihren Hebelrätseln. Hier ist zumindest eine Kiste. Komm schon. Schießpulver, ich werd nicht mehr. So, wäre die Frage. Achso, wir müssen jetzt irgendwie hier durch. Okay, wir müssen nach unten. Ich muss sagen, ich bin etwas in Panik. Müsste ich gar nicht sein. Ist doch nur so ein schönes, entspannendes Spiel. Bisschen wie Stardew Valley. Nur ein bisschen. Wer ist denn hier? Da ist irgendeine Frau, die stöhnt neben mir. Und da keine in meinem Zimmer ist. Hallo? Wo muss ich hin? Ich habe den Weg noch nicht gefunden. Gibt es hier irgendwo eine Treppe oder so? Ah, da. Oh, dann lasse ich ihn noch einmal ein Steinchen werfen. Sehr schön. Irgendwo stöhnen hier Frauen. Yes, eine Kanone. Hoffe, du schießt auch. Oh, das wollen wir hoffen. Irgendwer, der hier noch feindselig ist. Anscheinend nur ich. Das ist gut zu wissen. Ah, da ist eine Frau. Du machst hier ganz schön Lärm um nix.
Au, nicht schucken. Wer schuckt denn seine Gegner? Ja, ist ja gut. So, wie komme ich denn jetzt nach... Wo kommt ihr denn alle her, sag mal? Hab doch hier gerade geschaut. Achso, da ist eine Treppe. Ja. Ich meine eine Leiter. Reicht hier das? Ich finde, ich habe genug Munition an dich verschwendet. So, da komme ich da her. Muss ich da hin? Ach, kann ich gar nicht. Na gut, einmal nach oben. Hoffentlich macht der Bergtroll die Kanone da nicht kaputt. Oh, sieht soweit geschützt aus. Ah, nochmal eine Ebene nach oben. Na gut. Hilft ja nichts. Und los. Ja, ja. Sehr gut. Voll in die Fresse. Adios, du hässliches Mistvieh. Ja, von mir auch tschüss zu dem Vieh. Na, nein, bleib doch dran. Ja. Das spart Munition. Also zumindest keine Kanonenmunition. Ach, wie schön, der Zugang ist offen. Okay, weiter im Text. So eine Kanone bräuchte ich, glaube ich, immer im Inventar. Praktisch das Ding, was ich kenne. Gewehrmunition ist auch wieder voll. Irgendwer da unten, der noch aufs Maul will? Nö. Nö, nö. Sieht ganz gut aus im Moment. Dann her mit meinem Loot. Ja, ihr seht echt nicht mehr gut aus. Nächstes Mal mehr ausweichen. Oh, nee. Ich habe mich doch schon verabschiedet. Na, ich hoffe, das war's dann jetzt aber wirklich. Ich hatte genug für heute. Ja, ich auch. So, wo kann man denn hier erstmal Pistole ausrüsten? Na, irgendwas zum Einsammeln oder Looten sieht tatsächlich nicht so aus. Ashley, wo bist du? Vor allem, wo ist Louis? Das sieht aus wie der Burghof. Hallo, Ashley. Bist du hier? Na, da bist du ja. Oh je, sie weint. Ist es wegen deiner Frisur? Solche Angst. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Das habe ich gemerkt. Was anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Mhm. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Natürlich, Baby Igel. Zusammen können wir alles erreichen. Mein Messer fern, okay? Leon. Danke. Gern geschehen. Ah, das Kapitel war's. Damit ist das Kapitel zu Ende. Interessant. Na gut, dann endet natürlich auch die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.